Heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Dehnkraftübungen vor und während des Skifahrens durchführen können. Drücken Sie Ihr Bein und Ihren Fuß mit Kraft nach unten auf die Unterlage. Halten Sie sich immer fest, wenn Sie unsicher stehen, und atmen Sie ruhig weiter in den Bauch. Abwechselnd beide Beine benutzen. Stellen Sie den Fuß, wie gezeigt, erhöht nach hinten. Den Oberkörper leicht zurücklehnen, den Kopf ebenfalls und das Kinn dabei zur Brust. Drücken Sie dann den Fuß hinten runter. Heben Sie Ski oder Skistöcke über den Kopf und lehnen Sie den Oberkörper nach hinten. Schieben Sie Ihre Hüfte nach vorne, damit Sie nicht im Hohlkreuz stehen, und atmen Sie ruhig weiter. Geben Sie Druck mit den Händen nach unten und mit den Zehen in den Schuh. Um Ihre Finger zu lockern, die sonst die ganze Zeit den Skistock umgreifen, überstrecken Sie diese so weit, bis es im Unterarm zieht, und drücken Sie dann Ihre Fingerspitzen mit Kraft gegen die Stange. Auch hier locker weiter in den Bauch atmen. Nun drehen Sie die Hand um und drücken mit den Fingernägeln gegen die Stange, um Ihre Unterarmstrecker zu aktivieren. Strecken Sie die Daumen und den kleinen Finger so weit auseinander, bis es in der Hand zieht. Dann drücken Sie mit Kraft Daumen und kleinen Finger gegen die Stange. Für die Streckmuskeln klemmen Sie die Finger zwischen Stange und Oberschenkel ein und drücken diese dann mit Kraft auseinander. Und jetzt den ganzen Ablauf wiederholen. Um die Schulter- und Armstreckermuskulatur zu dehnkräftigen, drücken Sie mit Kraft den Arm nach vorne gegen den Widerstand. Oder Sie halten sich hinten an der Stange fest. Ziehen Sie den Arm dann mit Kraft nach vorne. Wenn Sie sich oben irgendwo festhalten können, drücken Sie mit Kraft nach oben und nach vorne. Auch hier wieder ruhig in den Bauch weiteratmen. Nun noch den Kiefer entspannen, indem Sie den Mund ganz weit öffnen. Im Schlepplift können Sie die Finger mit Kraft gegen den Bügel drücken. Um Dehnkraft für Ihre Bauchmuskeln zu trainieren, lehnen Sie den Oberkörper zurück und atmen Sie tief in den Bauch ein. Dehnkraft für zwischendurch auf der Piste. Nehmen Sie die Stöcke nach oben, schieben Sie die Hüfte nach vorne und lehnen Sie den Oberkörper weit nach hinten. Sie können den Oberkörper auch nach links und nach rechts drehen, um etwas für die schrägen Bauchmuskeln zu tun. Drücken Sie mit den Händen auf die Skistöcke nach unten in den Boden und die Zehen im Skischuh einkrallen. Drücken Sie mit der Hand in der Schlaufe den Skistock fest in den Boden. Atmen Sie in Ihre rechte Flanke, um so die Außenseite mehr zu aktivieren. Das gleiche auf der anderen Seite. Drücken Sie mit dem Arm gegen das Schild in Pfeilrichtung oder gegen einen Baum. Halten Sie sich bei dieser Übung mit Ihren Skistöcken oder anderweitig fest, damit Sie nicht umkippen. Stellen Sie abwechselnd einen Ski nach hinten und drücken Sie ihn mit Kraft in den Boden. Den Oberkörper können Sie noch leicht nach hinten lehnen. Abwechselnd den linken und rechten Ski nach vorne stellen und mit Kraft nach unten in den Boden drücken. Wie immer weiter locker in den Bauch atmen. Stellen Sie nun die Beine nach außen und ziehen Sie diese zusammen. Oberkörper und Kopf nach hinten und das Kinn zur Brust. Greifen Sie in die Schlaufen der Skistöcke und überstrecken Sie die Finger und Handgelenke. Dann überstrecken Sie die Schultern und drücken mit Kraft die Stöcke in den Boden. Gleichzeitig krallen Sie die Zehen in dem Skischuh fest. Und wichtig bei allen gezeigten Übungen: den Trainingszustand anpassen und nicht übertreiben.